Ich bin Zakaria, 18 Jahre alt, bin auf der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Leverkusen-Rheindorf und ich nehme am Projekt Fremdsein teil und das mit dem Literaturkurs. Fremdsein. Eigentlich fühle ich mich in Marokko fremder als hier in Deutschland. Hier in Deutschland habe ich meine Freunde, Familie und allem. In Marokko habe ich ja zwar auch Familie, aber ich bin nicht so eng wie mit der Familie hier aus Deutschland. Weil die hier sehe ich viel öfter und allem. Aber man freut sich schon, wenn man in den Sommerferien vielleicht da 5 Wochen ist. Mal wieder ein bisschen neues Gesicht da zu sehen, neue Landschaft und so. Wir reisen dann auch viel in Marokko. Und was bedeutet dieses Gefühl von Fremdsein für dich? Das Gefühl von Fremdsein ist halt einfach nicht akzeptiert zu werden, nicht anerkannt zu werden, so. Als deren Gleichen sozusagen. Man merkt das halt auch mit Distanzierungen und so. Ich selbst wird ja halt nicht deswegen jetzt schief angeguckt für die Geschichte von damals. Aber wenn ich jetzt in Marokko bin, dann ich bin ja halt dann halt auch wieder Ausländer. Und dann verknüpfen die das auch, was damals passiert ist und dass ich Deutscher bin. Kannst du da ein Beispiel sagen? Also hat schon mal jemand in Marokko was zu dir gesagt? Ja, da kam manchmal so Äußerungen, Heil Hitler und so. Die Geschichte, die zieht mich einfach irgendwie mit, so. Aber ich, ja, in Deutschland ist das ja halt nicht so. Wie reagierst du dann? Also ich reagiere mit einem Lächeln und Lachen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man darauf reagieren soll. Das ist ja ein bisschen lustig eigentlich, dass die halt mich als, also hier gebürtigen Deutschen, aber von vielen nicht anerkannt als Deutscher. Wegen meinem Aussehen und dann halt in Marokko, dann, dass sie mich als Deutschen sehen. Ich finde das schon ein bisschen komisch und lustig.